Und auch Hilal El Helwe, libanesischer Nationalspieler, aus dem Libanon verpflichtet. Und die Saison hier für den SGV Freiberg ist offiziell eröffnet. Und für Göppingen geht es, wie gesagt, einfach nur darum, erstmal drin zu bleiben. Auch das hat Kovely betont. Irgendwie die Klasse halten und dann kann man nachhaltig was aufbauen. Sein Vorbild, der erste FC Heidenheim, 2007 noch in der Oberliga. Und jetzt erste Möglichkeit und das erste Tor für den SGV Freiberg. Das hat nicht lang gedauert. Und wir treffen dann am 7. August auf den FC Union Heilbronn oder die Spielvereinigung Satteldorf. Jetzt gucken wir aber erstmal auf Barudis Eckstoß und da ist der Ausgleich. Abgelegt per Kopf. Der angezeigten Nachspielzeit laufen dahin. Ich denke, wenn es nochmal einen Abschluss gibt, dann für die Gäste. Dem scheint aber nicht so, außer sie machen es selber nochmal spannend. Ja, und Michael Gelb muss nochmal hin. Nächster Abschluss. Und jetzt ist das Ding bereinigt und Alessandro Scortece pfeift zur Halbzeit in einer doch insgesamt für ihn zu tun. Und er gibt den zweiten Durchgang frei. Die Göppinger stoßen an. Schramm auf Schrammel. Boah, das ist gut gespielt. Und das ist das 2-1. Das geht viel zu leicht. Man hätte natürlich mindestens einen Punkt gerne. Weig unermüdlich auf der rechten Seite. Der kommt durch für Gael Krobelnik. Und das Tor zählt. Und Braun mit dem Standard. Braun wieder Richtung zweiter Pfosten, wieder nicht optimal und geblockt von Marudis. Eckstoß. Marudis. Vielleicht nochmal mit einem späten, ruhenden Ball. Ja, der Keeper kommt raus, verschätzt sich da leicht. Ja, Tarnat nochmal. Ja, wir sind jetzt offiziell drüber über die angezeigte Nachspielzeit. Ose, Yannick Ose kommt nochmal über links. Ose, Flanke, Cenay. Oh, aber kein Freiberger kommt da noch. Entscheidend zum Abschluss und so ist es dann besiegelt.